Und ja, hier kommt mal so ein kleines, kurzes Info-Blabla-Video, was ich ursprünglich nur auf Facebook hochladen wollte, aber da Facebook mich hasst und es irgendwie nicht hochladen will, mache ich jetzt nochmal ein neues. Und ja, ich habe gestern den ganzen Tag, das heißt, ich weiß gar nicht, wann der Postbote da war, um 2 oder so, und ich glaube um 11, um 11, um 23 Uhr war ich dann fertig mit meinem Manga einpacken. Und zwar habe ich jetzt den größten Teil eingepackt. Das heißt, das, was meine Freundin momentan noch liest und das, was ich noch lesen muss, das ist noch nicht eingepackt. Aber der größte Teil, ja, da sind ganz viele noch nicht eingepackt, aber die da oben sind alle eingepackt. Und Tokio Pop war, ist auch fast alles eingepackt. Und ja, die ersten einzupacken hat echt ewig gedauert. Ich musste da so ein bisschen kämpfen, damit die Luft da rausgeht. Aber ich glaube, jetzt habe ich es echt drauf. Und ich muss sagen, Tokio Pop lässt sich am besten einpacken. Ja, und ich wurde auf meiner Facebook-Seite ein paar Mal gefragt, ob es die in verschiedenen Größen gibt und keine Ahnung. Und habe mir gedacht, ich mache einfach mal ein Video dazu. Also ich habe jetzt diese hier. Ich werde den Link, wo ich sie gekauft habe, auch nochmal unten in die Infobox reinschmeißen. Und jetzt wollte ich eigentlich nur noch mal zeigen, wie das so aussieht bei verschiedenen Verlagen, wenn sie halt eingepackt sind. Am einfachsten einzupacken fand ich Tokio Pop, was das mit der Luft anging, weil da ist links und rechts nicht ganz so viel Platz. Und was auch noch gut ging, war einmal das Großformat von Planet. Achso, ich wollte noch einmal zeigen, was maximal reinpasst. Und zwar sind das. Das ist kein Doppelband. Ich weiß jetzt nicht. Das ist so ein Special-Dingens. Was weiß ich. Also, das ist das Größte, was ich da reingekriegt habe. Und ja. Bei den normalen Größen von Eggman sieht das halt so aus. Da ist halt links und rechts so ein bisschen mehr Platz, was mich jetzt nicht so stört. Allerdings war das schon ein bisschen Kampf, die Luft daraus zu kriegen. Und wie ihr sehen könnt, ist da immer noch welche drin. Ja, dann hebe ich das hier gleich nochmal an. Dann drücke ich da nochmal und dann müsste die rausgehen. Schlechtes Beispiel. Dann bei Kasemanga sieht das halt auch so aus. Da ist, glaube ich, nicht ganz so viel Platz. Aber vielleicht nimmt sich das auch nicht viel. Ich habe keine Ahnung. Und ja, bei Carlsen sieht das auch so aus. Und bei den etwas anderen Format, das was auch besser einzupacken ging, sieht das halt so aus. Und ja, ich habe ja so ewig lange her überlegt, ob ich sie einpacke oder nicht. Da ich ja gleich so viele Folien brauchte und ich weiß gar nicht, 100 Stück. Da habe ich 3,20 € für bezahlt, bin ich der Meinung, für 100. Und ich habe mir gleich 1600 Folien gekauft. 900 habe ich schon verbraucht. Oh Gott. Aber ich muss noch ein paar einpacken. Aber da muss ich erstmal noch warten, bis meine Freundin und so und ne? Bis ich den Rest so gelesen habe. Ja, ich weiß nicht, ob es auch andere Größen gibt. Ich bin der Meinung, größer gibt es die auf jeden Fall noch. Da will ich nämlich noch mal gucken, ob ich meine Tokio Pop Doppelbände irgendwie auch noch einpacken kann. Da wollte ich nämlich noch mal gucken. Und ja, wie gesagt, den Link, wo ich es gekauft habe, schmeiße ich unten in die Infobox. Und das war es dann auch schon, so im Groben um Groben und Ganzen. Blablabla. Und ja. Ich finde, es sieht jetzt auch nicht so schlimm aus im Regal. Ich hatte anfangs gedacht, dass das vielleicht nicht so hübsch aussieht, aber eigentlich hat sich gar nichts verändert. Man sieht halt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also die Folien sieht man schon so ein bisschen. Aber sie sind halt doch so ein bisschen geschützter. Ja. Das war eigentlich alles fürs Erste. Ich weiß noch nicht wann, vielleicht Sonntag, vielleicht kommt es auch erst am Montag. Lade ich noch eine Review hoch.
Ja, eine Review. Und zwar hatte ich ja bei Facebook gefragt, was für eine Review ihr als nächstes haben wollt. Und ja, ich habe ganz demokratisch meine Schwester entscheiden lassen, da sie keine Ahnung von Manga-Anime hat. Ja, wir haben hier in dieser Wohnung so viele Manga und sie hat keinen Schimmer. Und deswegen habe ich sie ganz demokratisch entscheiden lassen. Und ja, wir hören uns dann bei der Review wieder. Ich verrate noch nicht, für welchen sie sich entschieden hat. Bis dahin, tschüss!